So, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen zu der ersten AfD-Montagskundgebung hier in Berlin. Wir haben heute mehrere erlesene Redner und ich darf Sie zunächst mal ankündigen, den Heribert Eisenhardt aus Berlin-Lichtenberg, der ein paar anfängliche Worte an Sie richten wird. Und ich freue mich mit Ihnen auf eine hervorragende Veranstaltung von der AfD. Es wird nicht die letzte sein, wir werden das alle 14 Tage machen und die Protestierer begrüße ich natürlich auch. Nazi-Schweine! Nazi-Schweine! Ja, liebe Freunde, liebe Feinde, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und ich möchte mit einem aktuellen Thema anfangen. Nämlich den Wahlen gestern Abend, die Österreich-Wahl. Wir gratulieren der FPÖ ganz herzlich für den zweiten Platz. Die AfÖ, die FPÖ kämpft in dieser Form seit 25 Jahren und die AfD seit knapp 5 Jahren. Ich hoffe inständig, wir brauchen nicht noch 20 Jahre bis zu solch einem Erfolg für Deutschlands Zukunft hier. Dass wir mit unseren 12,6% noch einen längeren Weg vor uns haben, als viele gedacht haben, dazu braucht man keine besondere prophetische Gabe, wie Martin Schulz wohl sagen würde. Aber auch gerade deswegen stehen wir heute Abend hier. Weil man für solch einen langen Weg eben beides braucht. Sachliche Arbeit im Parlament, aber auch den Druck von der Straße. Das ist kein Gegensatz, sondern hier ausnahmsweise wirklich mal eine Bereicherung. Auch wenn das einige anders sehen mögen. Apropos prophetische Gabe, das führt uns zum zweiten großen Gewinner des gestrigen Abends. Martini Schulz. Er wird uns nun wohl als SPD-Chef weiter erhalten bleiben. Ich freue mich darüber, denn er hat immerhin einen gewissen Unterhaltungswert und ist neben Ralf Stegner wirklich ein guter AfD-Wahlkämpfer. Deshalb, ja, wir lieben unsere Feinde noch, möchte ich ihm natürlich auch ganz artig gratulieren. Aber wirklich von ganzem Herzen gratulieren wir natürlich der AfD in Niedersachsen für die 6,2% und damit dem 14. Einzug in einen Landtag in Folge. Das war da oben im kühlen Nordwesten ein harter Wahlkampf, denn da galt die Uhr nämlich noch ein bisschen anders als im Südosten. Aber ich glaube, das wird schon. Bevor ich noch was zur Zukunft Deutschlands sagen will, erstmal was zur Vergangenheit und Gegenwart der AfD. Erinnert sich noch jemand, wie Bernd Lucke bereits 2013 als Faschist enttarnt wurde? Der Ärmste hatte damals das böse, böse Faschowort entartend gesagt, weil er eigentlich wirklich ein Undemokrat war. Allerdings innerparteilich wurde er dann 2015 in die Wüste Alpha geschickt. Das sollte dann der erste Rechtsruck der ohnehin ja bereits schon äußerst rechten Partei gewesen sein. Wie mancher andere auch, sollte ich dann 2016, nur weil ich bei Bergida etliche Reden gehalten hatte, aus dieser äußerst rechten AfD nochmal rechts rausfliegen. Zum Leidwesen meiner vielen linken Fans fand das dann aber leider doch nicht statt. Sie hoffen heute auch sicher auf ein unbedachtes Wort. So, und nun hat sich ja auch noch Frauke Petri dünne gemacht. Und prompt soll das nun wieder ein Rechtsruck sein. Und wie macht man sich dünner? Richtig, indem man sich auf Diäten setzt. Da kann man noch was lernen. Sowas nennt man aber nicht abnehmen, sondern ausnehmen des Wählers und des Steuerzahlers. Auch sie war eine innerparteiliche Undemokratin, der ich trotz all ihrer unbestrittenen Talente keine Träne nachweine. Ganz ehrlich.
Wir müssen also die NPD inzwischen bereits zweimal rechts überholt haben und links unten wieder rausgekommen sein. Inzwischen glauben das immer weniger Leute der Tendenzpresse und das ist gut so. Viele Linke, man kennt ja oft privat noch so ein paar ganz nette Linke, die sehen mit dem ganzen Rechtsgeruckel nun sogar ein neues 1933 heraufdämmern. Das zeigt aber nur, wie gehirngewaschen diese oft noch sehr jungen Menschen sind, denn diese Sicht ist inhaltlich durch nichts begründet. Es geht dabei immer nur um Unterstellungen, um einzelne Worte oder wie in meinem Fall darum, wer mit wem zufällig auf ein und derselben Demo vom Antifa-Fotografen fotografiert wurde. In Deutschland reicht es ja immer noch mal kurz mit dem Begriff rechts zu wedeln und schon wird bei vielen braven Bürgern ein pavlovscher Reflex ausgelöst, der aber schlicht irrational ist. Warum? Weil sie, wenn sie schon die Geschichte bemühen, nicht sehen wollen, dass 33 in Deutschland nun mal eine sozialistische Partei, nämlich eine nationalsozialistische, an die Macht gekommen ist. Wir aber sind 0% sozialistisch, dafür 100% demokratisch und stehen leider nur bei 12,6%. Aber wir stehen in nationalliberaler und nationalkonservativer demokratischer Tradition und das ist historisch nun mal was völlig anderes als nationalsozialistisch. Das wurde den lieben Kleinen vom Alt-68er Lehrer so natürlich nicht gelehrt. Deswegen habe ich für euch heute als kostenlose Nachhilfe noch mal kurz erwähnt. Die Sicht linker Internationalisten, die sich ansonsten wer weiß was auf ihre Weltoffenheit einbilden, ist für die 30er Jahre seltsamerweise sehr auf Deutschland zentriert. Nun lagen aber bereits 1932 die Leichenberge Turm hoch und nicht erst 1942, allerdings nicht in Deutschland, sondern in einem damals mit der Weimarer Republik befreundeten Land, der kommunistischen Sowjetunion. Ja, und leider ist dieser Schoß sehr fruchtbar noch. Und nicht nur fruchtbar, sondern auch sehr furchtbar. Auch das wurde von einem Alt-68er Lehrer so sicher nicht gelehrt. Anders als zum Beispiel in Polen sind zum Beispiel kommunistische Symbole in Deutschland durch gar nichts eingeschränkt. Der Ex-RAF-Terrorist Christian Klar dürfte als Mitarbeiter des linken Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm im Job so sicher auch mal sein T-Shirt mit dem roten Stern und der MP überstreifen. Das ist alles erlaubt in Deutschland. Deutschland im Herbst 2017. Man braucht sich ja bloß mal anzuschauen, wie auf der Frankfurter Buchmesse, ja, auf der Buchmesse der Schande, der Neurechte Antaios Verlag, den man ja finden kann, wie man will, wie der dort behandelt wurde. Wie immer hatten auch Linke dort wieder keinerlei Argumente und wollten deshalb auch wieder mal gar nicht diskutieren. Sie wollen nur rumbrüllen. Ja. Und das ist inzwischen einfach nur noch peinlich, liebe Leute. Ja, ihr seid peinlich. Wir Patrioten sind Freund. Nein, wir Patrioten sind Fremd, Feind, Schämer. Genau. Ich kann allen Linken, die vor der Zukunft Angst haben, deshalb hier beruhigen. Wer Demokratie, Toleranz und Vielfalt in der Politik erhalten will, wer gegen Antisemitismus und Rassismus ist, wer will, dass keiner mehr im Mittelmeer ertrinkt und wer soziale Errungenschaften erhalten will, sorry, der muss heutzutage, nee, nicht links, sondern gerade nationalliberal und nationalkonservativ wählen. Mitte rechts also, die AfD. Jetzt werden viele sagen, Demokratie und Toleranz, Antisemitismus und Rassismus, ach komm, da höre ich gar nicht mehr hin, das sind doch diese typischen linken Phrasen. Und wieso soll denn ausgerechnet die AfD dafür gut sein? Ich denke aber, wir dürfen diese Begriffe gerade nicht den Linken überlassen, denn die haben diese Worte entkernt und in den Schmutz getreten. Da können diese Begriffe nichts dafür.
Wer verhält sich undemokratisch und intolerant? Wer hat den Begriff Rassismus so aufgebohrt, dass plötzlich auch Kritik am totalitären Islam, also an einer Religion, Rassismus ist? Gerade die Linken. Und sie sind selber lupenreine Rassisten. Denn Deutschenfeindlichkeit ist nichts anderes als lupenreiner Rassismus. Auch wenn sie das partout nicht hören wollen. Sie, die sich als Kämpfer gegen Antisemitismus gerieren, holen massenhaft islamische Leute hier ins Land, die Antisemiten sind. Und so hofieren Leute wie Steinmeier, Schulz und Gabriel auch noch Bewegungen wie zum Beispiel die Hamas. Da könnt ihr Nazi brüllen, bis ihr schwarz und braun werdet. Ihr Linken habt für mich damit wirklich jedes Recht verloren, euch moralisch über uns zu stellen. Inzwischen haben sogar die alten Linken Forderungen nach direkter Demokratie und nach Beschränkung eines zügellosen Wirtschafts- und Finanzglobalismus bei uns Asyl gefunden. Und was viele gar nicht wissen, von der Hauptwählerzahl sind wir inzwischen die neue Arbeiterpartei. Ja, das stimmt. Die Linken kämpfen heute für den Erhalt sozialer Errungenschaften in der ganzen Welt. Viel Spaß, Frau Kipping. Wir dagegen kämpfen für den Erhalt sozialer Errungenschaften in Deutschland. Und da haben wir genug zu tun. Nun will ich gar nicht mehr über die Linke reden, denn das sind sie eigentlich gar nicht wert. Sondern ich will noch etwas über die Zukunft Deutschlands sagen. Deutschland wird in seiner Nationalstaatlichkeit von zwei Seiten bedroht. Durch die Machtausweitung der EU und durch die ungesteuerte Zuwanderung. Inzwischen kann man gar nicht mehr sagen, was davon nun äußere oder innere Bedrohung ist, denn alles ist bereits in Konfusion begriffen. Und wir haben leider immer noch eine Regierung, welche die deutsche Nation und das deutsche Volk bekämpft. Mit der AfD wird nun erstmals seit langer Zeit wieder eine Partei im Bundestag sitzen, die sich überhaupt für die Zukunft Deutschlands zuständig fühlt. Das ist keinesfalls übertrieben, denn das bisherige Altparteienkartell inklusive Butterweich-Lindners FDP kennt nur eine Zukunft Deutschlands, die Auflösung unseres deutschen Nationalstaats in der EU als Hauptzahler bei einem EU-weiten Länderfinanzausgleich, bei einer schrittweisen Auflösung des deutschen Volkes in einer interkulturell bereicherten Masse. Aus zufällig migrierter Weltbevölkerung. No Nation, No Border heißt die Devise. Und da sagen wir Nein, danke. Interkulturell ist nur ein anderes Wort für Multikulti. Und das ist eben mehr als nur mal im Griechen essen zu gehen. Es bedeutet, alle Kulturen hier auf deutschem Boden haben per se die gleichen Rechte, egal wie lange sie hier bereits etabliert sind oder neu dazukamen. Wenn zwei Kulturen Wertekonflikte haben, müssen sie jedes Mal neu aushandeln, was gelten soll, sodass aus den beiden Kulturen schließlich eine dritte Mischkultur entsteht. Nicht mit uns. Das alles nennt sich übrigens Friedensprojekt Europa. Jeder kann sich ausrechnen, es wird genau das Gegenteil bewirken. Deshalb sind wir eine Bereicherung für Demokratie und Toleranz. Deshalb sind wir Garanten gegen Rassismus und Antisemitismus. Und wer will, dass keiner im Mittelmeer ertrinkt, der muss wie wir zuallererst fordern, Europas Grenzen zu schließen. Nun tönt Merkel ja immer, sie will die Fluchtursachen bekämpfen. Die Hauptfluchtursache ist bei den meisten allerdings leider unser Bargeld. Man könnte jetzt witzeln, Frau Merkel und Herr Schäuble würden diese Fluchtursache auch bekämpfen, nämlich unser Bargeld durch Bargeldverbot. Aber eigentlich ist es gar nicht witzig, das ist viel zu ernst. Frau Göring-Eckardt, kennt jeder hier, hat nur neulich, man höre und staune, das Wort Heimat in den Mund genommen. Ja, Heimat, hat sie gesagt. Heimat ist für sie ein Projekt. Und für unseren Bundespräsidenten Steinmeier, der das auch in seiner Rede am 3.10. erwähnt hat, ist es vor allem Zukunft.
Ein netter Versuch, aber Sie wollen uns also auch den Begriff Heimat entkernen und ihn umdeuten. Für mich ist Heimat zuallererst Vertrautheit und Sicherheit. Das sollte eine Nation bieten. Das ist ihr vorrangiger Daseinszweck. Ihre Bewohner nach außen und innen zu schützen. Dafür kämpfen wir. Die linke Jugend protestiert auch gleich, Heimat ist ein ausgrenzender Begriff. Ja, da haben Sie allerdings recht. Heimat braucht eine Grenze. Für einen Patrioten ist es hart, sich für sein Land, dieses unfähige Deutschland aktuell, schämen zu müssen. Wie gut, dass es Pflänzchen der Hoffnung gibt. Wie gut, dass Bürger auch nach der Bundestagswahl noch öfter die Wahl haben werden, sich für oder gegen Deutschlands Zukunft zu entscheiden. Die Frage ist dabei gar nicht, ob es nicht auch nette Muslime gibt und das schon irgendwie klappen wird mit der Integration. Oder ob die EU nicht auch positive Seiten haben kann und ja, freiwillig etwas demokratischer werden könnte. Also das Prinzip Hoffnung. Das ist nicht die Frage. Man kann nichts ausschließen. Die einzige Frage ist, wer bitte trägt das Risiko? Frau Merkel oder wir? Genau, darauf haben wir keinen Bock. Frau Merkel kann schon sehr bald Geschichte sein. Und dann werden alle im stillen Widerstand gewesen sein. Die Bundestagswahl hat die alten Machtverhältnisse leider noch nicht geändert. Und die Verhältnisse können uns trotz unseres Wahlerfolgs somit auch keineswegs beruhigen. Wir brauchen keine Ängste zu schüren, denn sie sind bereits da. Wir sind das Sprachrohr all der Bürger, die Angst haben. Es ist ihr gutes Recht, das Vertrauen in die Altparteien verloren zu haben. Diese Angst lähmt uns aber nicht. Sie motiviert zu kämpfen an vielen Orten, im Parlament, auf der Straße, im privaten Umfeld. Wir leisten Widerstand. Dankeschön. Dass ihr alle so gut bei Stimmung seid. Ich darf euch jetzt ganz herzlich Franz Wiese vorstellen. Franz Wiese ist Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Aber bevor Franz Wiese das Wort ergreift, darf ich noch einen Ehrengast vorstellen. Es ist nämlich Veronika Tuschig aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt. Juhu! So. Jetzt Franz Wiese für euch. Veronika, verbeug dich mal, damit wir dich sehen. Veronika, verbeug dich mal, dass wir dich sehen. Ja, genau, da ist sie. Alles klar. So, jetzt Franz Wiese aus dem Landtag von Brandenburg. So, liebe Zuhörer, jetzt haben wir eine Rede für Sprachgewandte. Jetzt nützt es nichts, einfach zu blasen, weil ihr versteht ja nichts. Bitte im Chor. So, liebe Zuhörer, die ein bisschen mehr Vernunft haben. Mein Motto wäre Merkel. Erinnern Sie sich noch, als Merkel Selbstzerknirschung und Einsicht heuchelte? Nichts ist davon geblieben. Lächeln verkündet sie heute, sie habe alles richtig gemacht. Aber keiner soll sagen, er habe es nicht gewusst. Als ihr nach dem von ihr angerichteten Chaos in der Flüchtlingskrise ein Tsunami der Kritik entgegenschwappte, heuchelte Merkel Einsicht. Sie habe den Satz, wir schaffen das, bereut. 2015 dürfe sich auf keinen Fall wiederholen. Sie habe gelernt. Aber das war alles geheuchelt. Schon in den vergangenen Monaten, als ihre Umfragewerte wieder hochgingen, war nichts mehr davon zu hören. Jetzt, nach der Wahl, lächelt sie uns ins Gesicht und verkündet, sie könne nicht sehen, was sie hätte anders machen können. Anstelle der vorgetäuschten Selbstzerknirschung ist nun ein triumphierendes Lächeln zu sehen.
Und die Botschaft, sie können nicht sehen, was sie hätte anders machen können. Merkel hat ihre verfehlte Flüchtlingspolitik noch nie bereut. Warum auch? Die Einsicht war nur vorgetäuscht. Unverständlich ist mir, wie so viele Journalisten und Wähler darauf hereinfallen konnten. Man täusche sich nicht. Nicht nur die AfD-Wähler sind gegen Merkels Flüchtlingspolitik, sondern auch die Mehrheit der Deutschen aus fast allen politischen Lagern. Ich möchte da nur daran erinnern, wie schnell sich Herr Lindner von der FDP gegen die Flüchtlinge gewandt hat. Nur die Grünen stehen wie immer geschlossen hinter ihr. Deshalb und aus Machtgier wollen sie auch unbedingt in eine Koalition mit Merkel. Es geht aber nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, heißt es im Volksmund. Das könnt ihr euch auch mal an die Hüfte schreiben. Daher kann man davon ausgehen, dass Merkel in einer vergleichbaren Situation wieder genauso handeln wird. Zudem können wir uns mit Merkel auf Überraschungen jeder Art gefasst machen. Denn Merkel ist insbesondere in Krisensituationen unberechenbar, wie ihr Verhalten nach dem Erdbeben in Japan, Abschalten der Atomkraftwerke, in der Euro-Krise, Verletzung aller Vertragsbestimmungen von Maastricht und in der Flüchtlingskrise Verstoß gegen das Dublin-Abkommen gezeigt hat. Dabei nimmt sie weder Rücksicht auf geltende Verträge und Gesetze noch auf den Bundestag. Das ist das Gefährliche an Merkel, dass sie kein Koordinatensystem hat, außer dass sie um jeden Preis an der Macht bleiben will oder muss, und kein Verständnis für demokratische Prozesse und rechtsstaatliche Prinzipien hat, bleibt sie unberechenbar. Die grünen Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann erklärt im Interview mit der Frankfurter Rundschau: Wir wurden gewählt für einen Ausstieg aus Kohle- und Verbrennungsmotoren, für mehr soziale Gerechtigkeit am Ende des harten Sparkurses in Europa. Man muss sich nur mal die Idee der Grünen vorstellen. Ich komme jetzt gleich zum nächsten Punkt dabei. Er hat gesagt, wir haben einen Wählerauftrag für eine humane Flüchtlingspolitik, fairen Welthandel und einen Stopp der Rüstungsexporte in Krisengebiete. Es gilt nach der Wahl, was wir vor der Wahl gesagt haben. Daher ist er skeptisch mit Blick auf eine Jamaika-Koalition. Ich gebe ihm recht. Die Grünen wollen ein Verbot des Verbrennungsmotors, Abschalten von Kohlekraftwerken. Soziale Gerechtigkeit ist noch mehr Umverteilung, höhere Steuern. Ende des Sparkurses in Europa ist noch mehr Transferzahlungen von Deutschland in die Defizitländer, Griechenland, Italien, Spanien und vor allem nach Frankreich. Macron hat in seiner vielbeklatschten Rede die weitere Richtung aufgezeigt. Wie hat der Spiegel die Wunschliste zusammengefasst? Haushalt der Eurozone verabschiedet von einem Parlament der Eurozone und ausgeführt von einem Wirtschafts- und Finanzminister der Eurozone. Eurobonds, also gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten, Transferzahlungen, bei der die Empfänge bereits oben ausgeführt wurden, gemeinsame Armee, wahrscheinlich von Deutschland bezahlt. Allein das verursacht Kosten für Deutschland. Millionen, nein, Milliarden, auch nicht. Billionen wird uns das, was Macron haben möchte, und der Rest der Länder, die sogenannten Defizitländer sind, kosten. Die humane Flüchtlingspolitik ist eine offene Grenze und keine Abschiebung. Merkel hätte mit dieser Position ein Problem. Nein, Merkel hat das Gegenteil verlangt. Noch mehr müssen kommen. Und dennoch denke ich, dass die Jamaika-Gespräche scheitern werden an FDP und CSU.
Ich glaube nicht, dass die CSU scharf darauf ist, dass Bayern nach den im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen das zweite Sachsen wird, wo die AfD bereits stärker geworden ist als die CDU. Und die FDP würde bei den nächsten Wahlen wieder aus dem Bundestag fliegen, wenn sie sich in der Europa-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Flüchtlingspolitik auf den Kurs von Merkel und Grünen einließen. Was heißt dann in die jüngere Zukunft? Nur Neuwahlen. Und wenigstens die Plünderung der deutschen Kassen für diese wenigen Punkte zu verhindern, muss die AfD bei Neuwahlen vom Wähler die Legitimation erhalten, diese staatszersetzende Merkel-Politik zu beenden. Ich bedanke mich. Franz Wiesel aus Brandenburg, aus dem Landtag in Brandenburg. Ja, ja, mehr, mehr. So, wir haben hier 4000 Watt. Das macht nichts, schreit ruhig. So, jetzt darf ich uns unseren Parteisoldaten aus Steglitz-Zehlendorf vorstellen. Volker Würgens aus Föhr oder von Föhr, sagt man. Liebe Freunde aus Steglitz, liebe Berliner, ich grüße euch und ich begrüße selbstverständlich auch die ganzen Schreihälse hier. Und normalerweise ist es nicht so laut, aber das ficht mich hier nicht an. Keine Ahnung, vielleicht sind hier 50 oder 60 Leute, die schreien. Das sind angesichts der Tatsache, dass über 6 Millionen uns gewählt haben bei der Bundestagswahl, reden wir hier über einige wenige. Man kann noch nicht einmal von einem Zehntel Promille sprechen. Normalerweise, wenn ich spreche, begrüße ich die Leute mit den Worten, liebe Landsleute. Das Wort Landsleute ist heute, wie viele von Ihnen wissen, auch schon verpönt. Es war vor 2 oder 3 Wochen oder 4, ich weiß nicht, ob es in Sachsen-Anhalt war, im Parlament oder in Sachsen, dass ein Vertreter von uns, der eine Rede hielt, gesagt, liebe Landsleute. Und was hat die Bundestagspräsidentin gesagt? Lassen Sie das bitte. Man spricht heute nicht mehr das Wort Landsleute aus. So weit ist es hier schon gekommen, dass ein Wort der Verbundenheit mit dem eigenen Volk nicht mehr gefragt ist. Die ganzen Schreihälse hier werden, ich hoffe sehr, eines Tages noch zur Besinnung kommen. Viele sind sicherlich unbelehrbar, aber ich persönlich kenne etliche Antifanten. Ich kenne Antifantinnen und Antifanten, und wenn ich mit ihnen unter 4 Augen spreche, dann geben diese Leute mir recht und sagen, so was sich hier abspielt in Deutschland, so kann es nicht weitergehen. Und es mag sein, ich habe vorhin ein Mädchen gesehen, ungefähr 20 Jahre alt, die mich hier ab und zu begrüßt, wenn ich Kaffee trinke. Jetzt schreit sie auch, aber nachher sieht das Verhältnis zu mir ganz anders aus. Sie schreit deshalb, weil sie sich dem Gruppenzwang, beugt und dann auf die Kakeldüse drauf. Mein Opa, mein Soldat im Ersten Weltkrieg, so wie fängt seine 6 Brüder auf.
Er hat gekämpft und hat dann später in den 30er Jahren hat er miterlebt, wie es auf der Straße aussah. Bei uns auf der meiner Heimatinsel Föhr gab es Juden, die wurden verfolgt und es, so wie hier damals die Juden angegriffen wurden und die Andersdenkenden, Sozialdemokraten und andere, erleben wir hier das Gleiche. Aber, meine Damen und Herren, ich bin eigentlich sehr guter Dinge, wenn man ganz sachlich und nüchtern das Kräfteverhältnis abwägt und wenn man bedenkt, ich habe vorhin schon gesagt, dass ein Wandel einsetzt, ein Wandel in den Köpfen der Menschen, immer mehr wissen, was hier im Argen liegt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass auch, ich habe es eben gesagt, viele derjenigen, die hier rumkrakeln, zur Besinnung kommen werden. Deutschland ist bedroht. Sarrazin hat schon vor vielen Jahren gesagt, Deutschland ist dabei, den Karren an die Wand zu fahren. Und wenn man sich mal überlegt, ich habe eben die Nazizeit erwähnt, da muss man noch weiter zurückgehen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es den Vertrag von Versailles, da wurden dem deutschen Volk gewaltige Lasten auferlegt. 2 Milliarden Goldmark, so war es im Jahre 1921, mussten aufgebracht werden im Jahr, und zwar 87 Jahre lang, um die Schuld abzubezahlen. Das war eine Last von 2 Milliarden Goldmark, die das deutsche Volk nicht tragen konnte. Heute nimmt man es freiwillig, damals war es ein Siegesdiktat. Heute nimmt man Kosten von 30, 40 Milliarden im Jahr auf, um die sogenannten Flüchtlinge, und das wissen auch die jungen Leute, die hier sind, um die uns zu finanzieren. Leute, von denen nicht wenige, wie die Kriminalstatistik zeigt, plündern und morden durch die Gegend ziehen, auch wenn die große Menge derjenigen, die Merkel ins Land geschleust hat, sicherlich richtig, ganz genau, das hast du richtig erkannt. Sehr schön. Wunderbar. So, wie kann man uns? Ihr müsst Folgendes bedenken. Ihr solltet mal darüber nachdenken. Wer hat euch so ein Unsinn beigebracht, dass wir anständige Bürger Rassisten sein oder fremdenfeindlich? Das ist der größte Blödsinn. Wir alle, die hier stehen, hier vorne, die Mitglied unserer Partei sind, jeder von uns hat vielleicht viel mehr Ausländer unter seinen Bekannten und Freunden als ihr. Und wir werden die Letzten, die irgendetwas gegen die normalen und anständigen Flüchtlinge hätten. Es gilt, die Zukunft Deutschlands zu meistern. Es gibt vielfältige Aufgaben, aber eins kann ich angehen, dass wir nach wie vor die Grenzen offen halten, denn ein Sozialstaat kann nicht funktionieren, wenn er für alle da ist, die nur 4 Buchstaben sprechen können. A-S-Y-L. Wer dieses Wort aussprechen kann, hat einen Anspruch darauf, dass wir ihn finanzieren. So kann es nicht weitergehen, und das wisst ihr auch alle. Und ich merke schon dort hinten in der Ecke, da ziehen schon einige Antifalten weg. Und ich lade euch ein, nicht alle, aber einige von euch, vielleicht nachher ein Bier mit mir zu trinken, bei denen, oder wenn ihr mich hier nochmal wiederseht. So, nun bin ich am Ende, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht gekommen. Wer spricht,
unser Freund Andreas Feld. Herzlichen Dank. Danke, Volker Mögens. Ja, seid ihr schon fertig? Wie viele Sprüche habt ihr denn so drauf? Haut ab und Hals Maul. Hat euch Mutti noch was anderes ins Hausaufgabenheft geschrieben? Das ist die Weise, wie sich Demokraten äußern, indem sie anderen ins Wort fallen. Euch hätte mal der Arsch verhört gehört, da wüsstet ihr, wie man sich benimmt. Liebe Steglitzer, liebe Zehlendorfer, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Montagskundgebung. Und ich begrüße natürlich auch unsere Zaungäste von der Antifa, von Gendergruppen und anderen Irren. Mein besonderer Dank gilt dabei der Taz, die in einer ganz spaltigen Anzeige für uns geworben hat. Danke, liebe Taz! Ich bin stolz und glücklich, heute hier zu euch sprechen zu dürfen. Das ist die erste Kundgebung der AfD, weil wir endlich eine Bühne haben, eine Soundanlage haben, die ihr mit euren lächerlichen Klimper-Plimper nicht stören könnt. Nach dem Wahlkampf wollen die Kartellparteien nicht den Eindruck haben, dass sie jetzt in aller Stille weiter daran gehen können, Deutschland zu demontieren. Wir werden in den nächsten 4 Jahren den Finger in die Wunde legen, und zwar nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch hier auf der Straße, ob es irgendwelchen Linken passt oder nicht. Die Bürger, das sind eure Eltern, die Bürger erwarten von uns, dass wir die Sorgen artikulieren, da das Fernsehen und die Medien, die Zeitungen, die Sorgen der Bürger nicht mehr abbilden. Glücklicherweise haben wir die sozialen Medien, die genauso ticken wie ihr, eben nicht nur, sondern wir haben die sozialen Medien, wo sich die vernünftigen Leute austauschen können und wo sie merken, dass sie nicht alleine sind. Aber um unseren Bürgern Gehör auf der Straße zu schaffen, müssen wir hier sein und auch den etwas idiotischen Gesängen der Antifa hier trotzen. Wir müssen auf die Straße und wir werden zeigen, dass wir uns nicht von Heiko Maas Wortverboten einschüchtern lassen und auch nicht von dem Quatsch von der Stasi-Zuträgerin Kahane. Wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen. Und von euch linken Spinnern sowieso nicht. Ihr habt nicht das Meinungsmonopol gebucht. Wir müssen denen Mut machen, den Mund aufzumachen. Die Bürger hier sind, die euch großgezogen haben, die eure Lehrer sind, die eure Häuser gebaut haben. Ihr selber habt noch gar nichts geleistet. Und wenn es nach euch ginge, wenn es nach euch ginge, dann würden die Leistungsträger in Deutschland, Deutschland verlassen. Und dann seid ihr mit den Neubürgern hier alleine. Und dann habt ihr ein Problem. Beenden und wir müssen uns unserer grundlegenden Rechte bewusst werden. Denn dies hier ist unser Land. Das Land unserer Väter soll auch das Land unserer Kinder sein. Wir bestimmen, wer hierher kommt und nicht Amerika und nicht die EU und nicht irgendwelche NGOs und hier schon waren. Wir brauchen Platz für unsere Kinder. Wir brauchen Platz für unsere Sprache und wir brauchen Platz für unsere Kultur. Die Politiker der Kartellparteien behaupten immer wieder, dass Deutschland ein reiches Land sei. Ich weiß nicht, wo sie das hernehmen. Ich kenne viele Deutsche, bei denen es vorne und hinten nicht reicht. Innerhalb Europas ist Deutschland, was den eigenen Wohnraum angeht, das Schlusslicht.
96,4% der Rumänen leben in den eigenen vier Wänden. 75% der Griechen und 72% der Italiener. Die Italiener, die demnächst pleite gehen werden, die wohnen zu 72% in ihren eigenen Häusern. Von euch wohnt gar niemand in eurem eigenen Haus. Denn in Deutschland wohnen insgesamt nur 51,2% in den eigenen vier Wänden. Und da sagen die Politiker, wir seien ein reiches Land. Wohnen! Es gibt in Deutschland nichts zu verschenken. Und es gibt schon gar nicht Deutschland zu verschenken. Oder wollt ihr Deutschland verschenken? Eine wahnsinnige Bundeskanzlerin, die unser Land verramscht, gehört nicht an die Spitze der Bundesregierung. Sie gehört auf die Abteilung. Menschen, die vor schlachtenden Terroristen fliehen, brauchen unsere Unterstützung. Aber die Nazis seid ihr, das müsst ihr bloß mal verinnerlichen. Aber daraus ergibt sich kein Recht, in unsere Sozialsysteme einzuwandern. Schutz gewähren wir am besten in Flüchtlingslagern und das am besten nicht in Deutschland, auf gar keinen Fall in den Städten. Flüchtlingslager baut man üblicherweise in spärlich besiedelten Gebieten. Wir dürfen diese Menschen nicht in unsere Gesellschaft aufnehmen, da sie durch ihre Anzahl und durch ihre vollkommen anderen Werte, das werdet ihr auch noch merken, wenn ihr erwachsen seid, unsere Gesellschaft bedrohen. 2015 sind etwa 1 Million junge Männer nach Deutschland eingewandert. Das war neu. Wer war das? Das ist ein ganz fantasievoller Mann unter euch. Das ist ja super. Diese Männer sind überwiegend zwischen 18 und 28 Jahre alt. In Deutschland gibt es in dieser demografischen Gruppe nur etwa 8 Millionen Menschen. 8 Millionen von 80 Millionen sind von 18 bis 28. Das heißt, davon sind die Hälfte Frauen. In dieser demografischen Gruppe von 18 bis 28 leben also nur 4 Millionen Männer in Deutschland. 4 Millionen leben hier und 1 Million kommen dazu. Das heißt, alleine 2015 sind 20% der jungen Männer Deutschlands hier eingewandert. Das werdet ihr dann merken, wenn es knapp wird um eure Frauen. So wird es sein. Deutschland wird uns entfremdet. Jeder Einzelne, der im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise zu uns gekommen ist, muss unser Land wieder verlassen. Jeder, ausnahmslos. Wir können nur temporär Schutz gewähren. Wir können die vielen Menschen, die in Deutschland besser als in ihrer Heimat leben wollen, keine Heimat bieten. Was macht der Senat von Berlin? Er baut mitten in der Stadt sogenannte MOVES, modulare Flüchtlingsunterkünfte. In Steglitz-Zehlendorf entstehen allerdings neben den Standorten Ostpreußen-Damm, Leonorenstraße, Belke-Straße, Hohentwiel-Steig auch neuerdings ganze Flüchtlingsstädte. Ah, das ist wieder Spruch 2. Ja, das ist schön. Aber ich hatte euch ja schon gesagt, ihr seid die Nazis, wir sind die Demokraten. Es sind natürlich keine richtigen Flüchtlingsstädte, sondern Städte für illegale Menschen. Im alten US-Gelände Rose Range laufen Planungen für 7.500 bis 9.000 Illegale. Noch konkreter ist die Situation in Wannsee. Auf dem Gelände der Jugendklinik Heckeshorn sollen zunächst 1.000 illegale Migranten untergebracht werden. Das Gelände wird ausbaufähig sein für 3.000 illegale Migranten. Dann werden in Heckeshorn weniger Deutsche als Illegale leben. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Heckeshorn ist doch im Bebauungsplan als Krankenhausgelände ausgewiesen. Ja, das macht der Senat ganz schlau. Der Senat gründet eine eigene, stadteigene Firma und beantragt zur Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte
den Flächennutzungsplan auszusetzen für 3 Jahre. Und so wie es aussieht, wird er damit auch Erfolg haben. Das heißt, der Bebauungsplan wird umgangen und im Krankenhausgelände werden für 25 Millionen Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Es sind natürlich keine Flüchtlingsunterkünfte, sondern sie sind Unterkünfte für illegale Menschen. Und dann wird uns vorgegaukelt, dass die nur 3 Jahre benutzt würden. Jetzt ist natürlich ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber wer wird denn 25 Millionen für 3 Jahre investieren? Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Also entweder sind die völlig verblödet von der stadteigenen Firma oder man plant eben länger diese Menschen unterzubringen. Weil auch in 3 Jahren wird man noch Menschen nach Deutschland schleusen müssen, um das deutsche Volk zu verdünnen. Euch wird man verdünnen. Schleuserzentren betreibt, will nicht die Illegalen nach Hause schicken, sondern er möchte den Illegalen hier in Berlin ein Zuhause geben. Der will Deutschland abschaffen, der will das deutsche Volk nachhaltig schädigen. Ihr seid ja schon durch eure Lehrer ziemlich geschädigt worden, aber das wird noch schlimmer werden. Nun wird gesagt, wenn diese Illegalen hier Fuß gefasst haben, könnten sie vielleicht unseren Fachkräftemangel beheben. Ob es einen Fachkräftemangel wirklich gibt, steht auf einem anderen Blatt. Ah, jetzt kommt Spur 1. Halt die Fresse, das hatten wir vorhin schon. Vielleicht habt ihr noch was Drittes in eurem Hausaufgabenbuch. Wenn wir qualifizierte Arbeitskräfte anwerben wollen, dann müssen wir das unabhängig von der Schutzgewährung machen. Es ist unlauter, unseren eigenen Bedarf an Arbeitskräften mit dem befristeten Schutz für Ausländer zu verbinden, die aus Krisensituationen kommen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir brauchen zum Beispiel Altenpflegerinnen. Am naheliegendsten wäre natürlich, jetzt hört nur zu, jetzt kommt eine linke Position, am naheliegendsten wäre natürlich die Löhne und Gehälter anzuheben. Das gilt übrigens auch für das Handwerk. Warum zahlen wir denen so wenig, dass das niemand machen möchte? Warum pennen da die Gewerkschaften? Wir sollten weniger Schüler zum Abitur drängen. Von euch hat höchstens 10% das Abitur verdient, auch wenn ihr es alle habt. Denn diese Abiturienten werden nachher am Studium scheitern. Wir brauchen wieder einen Realschulabschluss, mit dem man Krankenschwester werden kann. Wenn Krankenschwestern und Altenpflegerinnen 2000 Euro netto verdienen, dann werden wir auch Menschen finden, die das machen wollen. Ein ordentlicher Hauptschulabschluss sollte nicht dafür ausreichen, mit Buchstaben zu schreiben, sondern man sollte damit Elektriker, Gewerkschaftler, hey, das ist ein guter Rhythmus, hey, das kommt, das ruft richtig, super. Der sollte damit Elektriker oder Gaswasserinstallateur oder Maurer werden können. Aber er sollte nicht weniger verdienen als eine Kassiererin, weil diese Berufe sind anstrengende Berufe. Und es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir diesen Berufen ein bisschen soziales Ansehen verschaffen würden, was ihnen eigentlich gebührt. Früher war ein Handwerker war ein stolzer Mann. Heute ist er die Hilfskraft von irgendwelchen Ingenieuren. Dafür brauchen wir kein Gold, dafür brauchen wir Männer mit anderen Leute und nicht eure Schlappschwänze wie hier. Wir brauchen uns in der Alten- und Krankenpflege über mangelnde Nachfrage nicht zu beschweren. Wir sagen Mangelberufe, aber den Mangelberuf zeichnet das aus,
dass er mangelhaft entlohnt wird. Weil wenn man ihn ordentlich entlohnen würde, wäre er kein Mangelberuf. Und wenn wir wirklich eine Kraft aus dem Ausland brauchen, zum Beispiel in der Altenpflege, dann doch wohl eher aus Rumänien als aus Afghanistan. Eher Frauen als Männer und eher Christen als Moslems. Was spricht dagegen, den Aufenthaltstitel in Abhängigkeit der Beschäftigung auszustellen? Wer dann nicht mehr arbeitet, muss das Land halt wieder verlassen. Und jetzt zur Demografie. Das wird euch besonders interessieren. Hat was mit Ficken zu tun, das müsstet ihr wissen. Die kulturfremden Ausländer sind bei uns sehr fruchtbar. Uns Kinderentwöhnte setzen schwangere Frauen mit Kinderwagen und Kind an der Hand in Erstaunen. Nach den Zahlen des Bundesamtes für Statistik hat nur jeder Fünfte in Deutschland einen Migrationshintergrund. Ihr natürlich nicht, sonst wärt ihr ja nicht hier. Aber ich hörte vor ein paar Tagen in der Tagesschau, dass schon jeder dritte Viertklässler in Deutschland Migrationshintergrund hat. In 10 Jahren sind diese Leute 20. Dann ist das unsere künftige Elterngeneration. In 10 Jahren. Ich habe vor ein paar Wochen eine Anfrage gestellt an den Berliner Senat, wie viele der 38.000 in Berlin geborenen Kinder von muslimischen Eltern abstammen. Denn nach der offiziellen Statistik sind von diesen 38.000 nur 3.800 Ausländer. Das sind Zahlen von 2015. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Die Antwort lautete vom Senat: Wir wissen es nicht. Ich machte deshalb diese Frage im Abgeordnetenhaus zum Thema und da sagt doch unsere türkische Gesundheitsministerin Dilek Kolak, das ist eine von euch, diese Frage sei diskriminierend, diese Frage dürfe man wegen unserer Vergangenheit nicht stellen. Ich vermute, über die Hälfte der in Berlin geborenen Kinder haben muslimischen Hintergrund. Das kann man den Moslems nicht vorwerfen, weil sie machen das, was man normalerweise macht, wenn man ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung hat, ob durch die eigenen Hände Löhne oder durch die Sozialhilfe, dann zeugt man Kinder und sorgt dafür, dass man sich vermehrt. Ob der islamische Hintergrund mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung langfristig Probleme aufwerfen wird, wird dabei nicht in Betracht gezogen. Das ist eine unverzeihliche Nachlässigkeit. Das böse Erwachen wird kommen. Ah, das ist Widerspruch Nummer 2. Ja gut, Nazis raus. Ihr seid die Nazis. Selbst wenn es uns gelänge, den von Angela Merkel auf den Weg gebrachten größten Bevölkerungsaustausch auf der Einwanderungsseite zu stoppen, müssen wir zugeben, dass ein Teil des Problems bei uns selbst liegt. Wir sehnen uns nach Erfolg, nach Qualifizierung, Anerkennung und beruflicher Erfüllung. Aber 70% der Berliner leben in Singlehaushalten. Und unsere Frauen sollen unbedingt arbeiten. Sie sollen das, damit sie keine Gelegenheit bekommen, Kinder zu bekommen. Schon gar nicht, wenn sie jung sind. Dann wird es einem der leichtesten gehen. Man sieht neuerdings junge Frauen bei der Stadtreinigung oder den Entwässerungsbetrieben. Frauen sollen Soldatinnen, Polizisten werden, auch wenn sie dafür zu klein sind. Ein gutes Beispiel für unsere tägliche Gehirnwäsche ist ein Plakat von der BSR, was ich heute extra für euch mitgebracht habe. Ein normaler Arbeiter und eine attraktive junge Frau. Die gefällt euch auch. Mit langem Haar. Sie ist so schön, dass sie wahrscheinlich noch nie einen Straßenbesen in der Hand gehalten hat. Der Spaß
wird nicht lange währen, weder an den langen Haaren noch an der Straßenreinigung. Die deutschen Frauen sollen lieber die Straße kehren als Kinder bekommen. Wenn auf diesem Bild der Mann kehrte und die Frau einen Kinderwagen schübe, das wäre doch eine tolle Sache. Das wäre doch was für euch. Aber nein, die BSR möchte lieber, dass die deutsche Frau die Straße kehrt. Wenn wir vergessen, ich komme zum Ende, ihr könnt euch beruhigen. Noch ein bisschen Stoff geben, los, los, los! Ja, juhu! Wenn wir vergessen, uns im Sommer eine Behausung zu bauen, werden wir im Winter erfrieren. Wenn wir vergessen, die Felder zu bestellen, werden wir im nächsten Jahr verhungern. Und wenn wir vergessen, warum wir hier auf der Welt sind, nämlich weil wir Kinder bekommen wollen, dann werden wir untergehen. Dann wird Deutschland untergehen. Wollt ihr untergehen? Ihr auf jeden Fall. Unser Wohlstand, die ständige Berieselung durch unsere Medien, aber auch ein geradezu dekadentes Karrierestreben bei Männern und Frauen führt dazu, dass sich nur noch wenige von uns berufen fühlen, Kinder zu bekommen. Lieber bleiben wir allein in lebenslanger Pubertät. Wir werden vom Junggesellen zum Altgesellen, verpartnern uns vielleicht, scheuen aber den Schritt in den Eintritt des normalen Erwachsenen. Wenn die Deutschen es in Deutschland nicht tun, dann werden es andere tun. Dann wird Deutschland aber in Zukunft nicht mehr das Deutschland sein, was wir kennen, da es hier in Deutschland keine Deutschen mehr geben wird. Und jetzt an die jungen Leute. Deutschland wollen heißt nicht nur erholen. Deutschland wollen heißt auch nicht nur arbeiten und erholen. Deutschland wollen heißt Kinder zeugen. Deutschland wollen heißt heiraten. Und Deutschland wollen heißt Kinder großziehen. Bleibt mit. Wird nur für dich. Ich danke euch. Die Reden auf die Bühne, wir singen das Lied der Deutschen. Jawohl. Nochmal hier unten. Oder singst du unten mit? Ja, oben. Hast du es? Okay. Okay, geht los. Ja, mach mal. Lass laufen. Kommt in 2 Wochen wieder, dann machen wir die nächste Veranstaltung, nur nicht ermüden.
danke euch allen und ich erkläre die Veranstaltung für beendet.